Hallo ihr da draußen. Ich melde mich heute mit einer neuen Buchrezension zurück, und zwar zu dem Buch Totenfrau von Bernhard Eichner. Ist im BTB Verlag erschienen, kostet 9,99 € als Taschenbuch und hat, ich glaube, 464 Seiten. Ich habe das wirklich gestern an einem Tag weggelesen am Sonntag, und mich hat das wirklich total mitgerissen. Ich konnte sofort in die Geschichte reinfinden, hätte es am liebsten auch gar nicht aus der Hand gelegt, aber zwischendurch brauchte ich dann doch mal eine Pause, weil es schon harter Tobak war. Es geht hier um Blum. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein weiblicher Vorname ist. Ich glaube auch, dass sie mit Nachnamen so heißt. Aber auf jeden Fall wird sie Blum genannt. Sie hat keine so schöne Kindheit. Ihre Eltern haben ein Bestattungsunternehmen. Und ja, die Erziehungsmethoden und die Art, wie sie die Tochter behandeln, finde ich schon sehr denkwürdig. Dann ist sie erwachsen und ist mit ihren Eltern auf einem Schiff unterwegs. Und ja, die Eltern geraten ins Wasser und sie unternimmt nichts. Also sie lässt sie ertrinken. Und zu Hilfe kommt ihr dann ein Polizist, dem sie aber glaubhaft macht, dass das alles ein Unfall ist. Also dass sie nichts gehört hat, dass sie geschlafen hat und dass die Eltern dann halt einfach verschwunden waren. Dann kommt sie mit diesem Polizisten zusammen. Er ist auch ihre große Liebe. Und dann geht es 8 Jahre später weiter. Da haben die beiden zwei süße kleine Mädchen. Und da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Das passiert direkt am Anfang. Er fährt mit Motorrad von zu Hause los. Also die haben dann das Haus ihrer Eltern umgebaut und sie hat das Bestattungsunternehmen weitergeführt. Und dann fährt er mit dem Motorrad von zu Hause los und wird direkt auf der Straße, also direkt vor dem Wohnhaus, angefahren und stirbt leider. So, das ist, glaube ich, so das, was ich erzählen kann. Und dann findet sie heraus, dass ihr Mann an einer Story dran war, beziehungsweise an einer Ermittlung mit einer Obdachlosen. Und ihr wird langsam klar, dass sein Unfall vielleicht gar kein Unfall war. Und ermittelt dann sozusagen auf eigene Faust. Und es ist sehr spannend geschrieben, wie ich schon gesagt. Also mich hat das wirklich fesseln können. Einzigste Manko, was ich finde, weshalb das Buch jetzt auch nur 4,5 Sterne von mir bekommen hat, ist einfach, dass, ja, wie soll ich das sagen, ohne zu spoilern, die Art und Weise, wie sie vorgeht und das, was sie macht, dass das so vertuscht werden kann. Also, wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Nur so als Beispiel, zum Beispiel, ich finde auch Tatorte immer total unrealistisch, wenn da einer nach dem anderen abgeknallt wird. Und ja, das ist für mich einfach unrealistisch. Das hat mich an dem Buch ein bisschen gestört. Aber ansonsten hätte ich nie gedacht, dass mich das so fesseln kann. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich bin ja auch ein totaler Thriller-Fan und mir hat das sehr gut gefallen. Die Charaktere waren auch total toll. Also da spielt dann der Vater von ihrem Mann eine Rolle, der mit im Haus wohnt und die Kinder dann immer betreut. Dann hat sie einen Gehilfen, also im Bestattungsunternehmen, der ihr hilft. Und dann gibt es noch einen anderen Polizisten, den besten Freund von ihrem Mann. Der wird auch noch eine große Rolle spielen, dann in ihrem Witwenleben sozusagen. Und wie gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt auch gesehen, im August kommt ein zweiter Teil. Das ist wohl eine Serie. Und da geht es auch wieder um diese Blumen. Und das heißt Totenhaus.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich habe dieses Buch ja freundlicherweise vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen und möchte den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen. Also von mir 4,5 Sterne. Hätte auch das Zeug zu 5 Sterne gehabt, wenn dann nicht ein bisschen übertrieben worden wäre. Aber an sich ein ganz toller Thriller. Schaut es euch mal an. Ich verlinke euch das Buch auch auf meiner Infoseite, in der Infobox. Und ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!